Hallihallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Agnes Johanna und heute siehst du dieses Setup. Es geht wieder um Aquarellmalerei und zwar immer sonntags, wenn ich es schaffe. Also nicht jeden Sonntag, ich werde es versuchen, vielleicht irgendwann mal in Zukunft, aber erstmal ist es nur ein Pilotprojekt und ich möchte wieder die Aquarellmalerei so ein bisschen mit reinnehmen und auch andere Malerei. Das heißt also, es wird immer irgendwas zum Malen geben. Und ein bisschen was mit Skizzen, ein bisschen was mit Ausmalen und entweder malen wir eben mit Aquarell, vielleicht auch irgendwann mal mit Gouache, mal gucken. Und auf jeden Fall möchte ich dieses Thema quasi mit wieder integrieren hier in meine ganzen Videos, denn es war jetzt lange, lange Zeit nicht da, seit anderthalb Jahren eigentlich schon nicht. Und ich habe auch in der Zeit lange nicht gemalt und wenn dann nur sehr wenig gemalt und jetzt male ich immer ein bisschen mehr und ich dachte, wir fangen mal wieder damit an. Es gab sehr, sehr viele Anfragen auf meine ganzen Aquarellvideos, immer mal wieder, viele auch Kommentare oder mal konkretere Fragen, kannst du mal dies oder das machen? Und da musste ich immer vertrösten auf, beziehungsweise da musste ich immer trösten und sagen, tut mir leid, aber ich mache das schon lange nicht mehr. Und das wurde jetzt aber doch in der letzten Zeit ein bisschen viel und da dachte ich mir, okay, es soll wohl sein. Also ihr wünscht es euch und deswegen mache ich das jetzt mal. Ich mache es wie gesagt unregelmäßig. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, je für jeden Sonntag was zu malen. Für mich soll dieser Malprozess auch nicht mit Stress verbunden sein und mit Muss, sondern eher mit dem, ich habe jetzt mal Bock. Und ich habe Riesenbock und deswegen nehme ich auch parallel einen Online-Kurs auf. Meinen ersten Online-Kurs, von dem ich eigentlich schon Ewigkeit träume, der aber bis jetzt immer nur so nach hinten geschoben wurde. Und dort wird es um Obst gehen, also um ein bisschen knallebunte Sachen und verschiedene Obstsorten. Und heute in diesem Video, vielleicht siehst du es hier schon anhand des Laubs, soll es einfach mal um ein paar Blätter gehen und zwar ein paar Herbstdoodles. Und die wollte ich gerne mit dir zusammen machen. Also, wenn du hast, Aquarellpapier, einen Bleistift und deine Aquarellfarben, dein ganzes Equipment, was du dafür brauchst. Oder wahlweise natürlich auch, kannst du mit Filzstiften mitmalen, mit Buntstiften, mit jedem Medium, was du magst. Es macht letztendlich auch keinen Unterschied. Die Skizzen werden sowieso alle gleich sein. Und ob wir nun gemeinsam mit Aquarell ausmalen oder du in der Zeit mit was anderem ausmalst, spielt eigentlich auch keine Rolle. So, und zwar fangen wir mal an mit verschiedenen Blättern. Und die werde ich jetzt hier so ein bisschen auf dem Blatt positionieren, damit das nachher gut aussieht. Ich habe mich jetzt entschieden einmal für ein etwas größeres Blatt und dann nehmen wir ein Kastanienblatt. Und das Kastanienblatt, das hat fünf Blätter. Ich habe jetzt auch keine echte Kastanie, weil die gammeln ultra schnell weg, die Blätter. Und die geht so im Prinzip so wie so ein Stern ein bisschen davon ab. Und das sechste, das ist dann da unten hier der Stiel. Er wird hier ein bisschen dünner, da so ein bisschen dicker. So, und jetzt werden die Kastanienblätter an diese Stängel hier gemalt. Und zwar geht es erst glatt los und dann nachher haben die so leichte, wellige Zacken, will ich mal sagen. So, und so male ich mir diese Skizze vor. Ich hoffe, dass du die in dem Video auch gut sehen kannst. Das muss ich nochmal dann später überprüfen, ob das eigentlich gut funktioniert so. Weil ich habe es jetzt sehr hell ausgeleuchtet und das kann sein, dass es nachher vielleicht auch schwer zu erkennen ist. Ich weiß es nicht. So, auf jeden Fall habe ich hier vor meinem Haus einen riesengroßen Kastanienbaum. Aber ich habe es tatsächlich nicht geschafft, Kastanienblätter zu sammeln und die zu pressen. Das ist jetzt auch eigentlich nur eine grobe Skizze, die wir dann nachher auch in einer Art Loose Aquarell, also mit diesem losen Aquarell malen. Das soll hier nicht super echt sein oder sowas. Ja, also kein realistisches, nur so eher so ein Gedudel. So ungefähr sieht das aus. Und dann sind auch die Adern sehr viele und sehr geradlinige Adern gehen von diesen einzelnen Blättern aus. Also ich werde das jetzt hier einmal nur andeuten. Das werden wir später dann als Detail mit reinbauen in dieses Blatt. Aber nur, dass du es so mal gesehen hast. So, das nächste Blatt, und zwar hat meine Mutter für mich mal was gesammelt. Das sind Ginkgo-Blätter, die habe ich jetzt oben liegen, die habe ich gar nicht mit runtergenommen. Aber ich weiß trotzdem, wie ein Ginkgo aussieht. Ich finde Ginkgo total toll. Das wird ja im Herbst gelb, das ist ja sonst immer schon grün. Aber jetzt im Herbst ist es gelb und das wollte ich einmal mit aufnehmen. Und zwar ist das hier so ein bisschen wellig, dann geht das hier in der Mitte so ein bisschen rein, wie so eine Rille und dann geht das wieder wellig. Und dann hier in der Mitte zusammen und dann ist hier einmal der Stiel. Eigentlich jetzt auch nichts Wildes. Das ist jetzt natürlich auch nicht von der Größe passend. Ein Ginkgo-Blatt ist wesentlich kleiner als so ein Kastanienblatt. Aber das ist ja eigentlich gar nicht schlimm. So, dann wollte ich was Klassisches nehmen. Ich glaube, das sind Buchenblätter. Ich bin mir aber nicht 100% um Bucheckern. Kommt vom Buchen, ne? Müsste Buchecker sein. Ja, so richtig gut kenne ich mich damit auch nicht aus, weil ich kann es mir einfach nicht merken.
Ich weiß wohl einige Namen, aber ich vergesse sowas auch ganz schnell. So, und die haben ja im Prinzip auch sowas wie Zacken. Und da würde ich aber erstmal tatsächlich erstmal diesen Körper malen. Der ist ja hier so ein bisschen schmaler und wird dann breiter. Das ist also ein bisschen, das muss nicht super gerade sein, ne? Das kann also auch ein bisschen ja, verschieden sein. Du siehst ja schon alleine in den Blättern, ja, dieses Stück hier ist auf jeden Fall schmaler als dieses Stück. Das muss nicht immer 100 pro sein. Und es hat eine Spitze. Und dann ist das auch jetzt natürlich getrocknet, ist das extrem gewellt, aber das hat auch so kleine Zacken. Und die versuche ich jetzt mal hier so noch mit reinzumalen. Ich glaube, ich werde das hier mal ein bisschen so. Und auch das hier hat recht gerade bis zu den Zacken sozusagen diese Adern. Die werden wir nachher noch mit einzeichnen. Ich habe das jetzt, wie gesagt, nur sehr grob skizziert. So, und was ich auch immer finde, was ganz gut ist, ist Ahorn. Nicht Ahorn. Doch, Ahorn. Das ist doch Ahorn, ne? Ja, das mit diesen Wellen. Also, da malen wir dann auch ein Blatt. Und das fängt einfach an hier unten mit so kleinen Ausbuchtungen. Und die Ausbuchtungen werden halt immer breiter. Und die sind auch verschieden. Also, es gibt welche mit mehreren Ausbuchtungen, mit weniger Ausbuchtungen. Und hier sind wir auch dabei, dass dann hier so die Adern ein bisschen breiter vielleicht sind. Das sind aber Details, die kommen nachher dazu. So, und damit das Blatt nachher nicht so leer ist, malen wir dazwischen noch so ein paar kleine herbstliche Beeren und vielleicht noch kleine Blätter, die so ein bisschen der Fantasie entspringen. Einfach nur so, damit das Blatt nicht komplett leer ist. So, dann malen wir hier noch ein paar Beeren. Und ich denke mal, so ein paar klassisch rote Bärchen können ja nie schlecht sein. So mit ein bisschen Blättern vielleicht noch dran. Und ich skizziere mir das sehr gerne vor, weil so kann ich dann übereinander lappend malen und später beim Ausmalen spare ich mir dann so ein paar Sachen aus. Und dann habe ich dann direkt diesen Effekt von davor, dahinter, vor irgendwelchen Dingen und hinter irgendwelchen Dingen so. Es geht einfach einfacher. So kann man auch die Teile dann im Zweifel auch noch wegradieren, ne? So, mal noch ein paar. Das sind jetzt so Fantasiebären. Ich wüsste jetzt auch nicht, welche Bären das sein könnten. Ich werde sie wahrscheinlich rot machen, weil das ganz gut passt von den Farben her. Und um mehr mache ich mir noch gar keine Gedanken. Das ist jetzt auch einfach grob. Kann sein, dass ich nachher total davon abweiche von dieser Skizze. Also, dann machen wir hier einfach mal so einen Strauch, so einen kleinen mit verschiedenen Ästchen. Und da kommen so kleine Blättchen dran. Einfach nur, weil es nett aussieht. So, hier könnte noch einer herauskommen. So ein bisschen. Wie gesagt, das muss nicht immer Sinn ergeben. Das passt dann schon. So, dann machen wir vielleicht noch hier eine Beere. Oh, könnte man machen, ne? Machen wir mal hier so drei Stück und die laufen dann alle in eins. Kommt hier noch ein Blättchen raus. Und hier kommen vielleicht noch zwei Beeren. Und da wächst dann auch noch zwei Blättchen raus. So, hier ein Blatt und da vielleicht noch eine Beere mit einem Blatt. Dann sieht das eigentlich auch schon ganz nett aus. So, ich würde sagen, wir haben das eigentlich relativ gut verteilt, soweit ich das sehen kann. Ist nicht ganz so sicher, aber vielleicht mache ich dann doch noch hier einmal ein Blatt. Ja, und so sieht das, glaube ich, ganz gut aus. So, dann haben wir die grobe Skizze soweit fertig. Ich werde jetzt hier ein bisschen rausradieren, was ein bisschen stärker ist von den Linien her. Und zwar mit dem normalen Radiergummi, was ich mal ganz gerne mache. Ich habe einen so einen Pinsel, den habe ich mir mal gekauft, weil ich dachte, ich würde ihn brauchen, aber eigentlich brauche ich ihn so gut wie nie. Das einzige Gute, der wirklich gut ist, ist einmal hier so die Krümel vom Blatt machen. So. So, was du jetzt optional machen kannst, optional so, ist mit einem Fineliner arbeiten. Und zwar die kompletten Outlines nachziehen und dir eine richtige Skizze quasi noch jetzt nachziehen mit dem Fineliner. Du kannst den Fineliner auch danach drauf machen.
Und ich werde es jetzt so machen, dass ich erstmal auf den Fineliner verzichte, alles mit Aquarell anmale. Und danach schauen wir einfach mal, ob es bei dem einen oder anderen Doodle vielleicht schöner aussieht, wenn wir dann nochmal mit dem Fineliner dran gehen. So, was ich jetzt mache, ist einmal das Knetgummi rauspacken. Ups. Mache ich mir hier zu so einer Wurst. Und dann mache ich das hier runter. So ein bisschen das Graphitzeug wieder weg. So. Warum mache ich das? Ja, also ich hatte ja schon gerade eben gesagt, ihr hattet danach gefragt. Und ich merke, es fehlt mir auch ein bisschen. Und ich möchte es gerne wieder integrieren hier auf meinem Kanal. Noch nicht so richtig fest, aber schon so in die Richtung, dass ich das dann nachher auch kombiniere. Vielleicht auch als Art Journal, wo ich dann einfach Aquarelle reinmale und die dann in ein Journal binde. Also ich möchte schon beide Themen irgendwie ein bisschen zusammenführen. Ja. Und da ich ja der Skinner-Typ bin und du ja sicherlich auch, sonst wärst du nicht hier, magst du ja sowieso verschiedene kreative Sachen und von daher denke ich, kommen wir da schon gut zusammen. So, was ich jetzt natürlich nicht vorbereitet habe, ist frisches Wasser für meine Aquarelle. Ja, das war natürlich nicht so schlau. Das macht aber nichts, weil ich werde jetzt einmal mit der Sprühflasche meine ganzen Farben hier einmal aktivieren. So, und jetzt hole ich mir einmal Wasser. Und wie du ja schon von meinen Junk Journal Videos weißt, oder auch etwa nicht, ich schneide nicht. So, vielleicht hast du zweimal das Wasser gehört und das ist mit Absicht so. Ich nehme immer zwei Becher, wie die meisten Aquarellleute. Zwei Becher nehmen, nämlich einen, um die Pinsel richtig sauber zu machen und den anderen, um dann auch mal klares Wasser zu nehmen, beziehungsweise einmal für dunkle und helle Farben, weil hochpigmentierte Farben versauen das Wasser komplett. So. Ich benutze Rundpinsel. Und zwar habe ich vier verschiedene Größen. Einmal eine 8, eine 6, eine 4 und eine 2. Du kannst aber auch nur mit drei Pinseln arbeiten. Das geht auch so eine 2, 4, 6 oder 1, 3, 5, je nachdem, wie groß du auch malen möchtest. Ja, ich habe jetzt diese vier Pinsel, weil ich die eh habe. Also ich werde die benutzen. Und das sind Rundpinsel. So, und ich fange an mit der ersten Schicht bei den meisten Sachen, damit das alles dann schön gleichzeitig trocknen kann, weil ich möchte ja eigentlich vermeiden, dass wir hier ewig und drei Tage sitzen. Du sollst hier schon innerhalb von, ich sag mal, kürzester Zeit, sollst du hier ein schönes Doodle-Aquarell haben. Und entweder du nimmst dann einzelne Elemente für deine Ideen, für Grußkarten oder sonst irgendwas, oder du malst dir einfach mal so ein Teil und hängst es dir an die Wand. Das macht nämlich auch Spaß. Okay, also ich habe jetzt meine Farben ein bisschen aktiviert und jetzt schauen wir mal. Also so eine Kastanie, die wird ja sehr schnell braun-gelb. Und zwar eher so ein, naja, wie soll ich sagen, so ein, ja, so ein Gelb vielleicht nicht unbedingt. Eher so ein Naturton. Was habe ich hier? Lichter Ocker. Sowas in der Art vielleicht. Ist noch ein bisschen zu cremig vielleicht. Dann doch eher das Sienna Natur. Irgendwas dazwischen. Ich bastel mir jetzt hier quasi so ein paar Farben zusammen. Und auf jeden Fall ist Braun mit dabei. Also die braunen ja ziemlich schnell nach sozusagen. Und das Grün, das wird dann schnell so braungrün. Und ich habe hier auch einmal so einen Ton, das ist grünlich-amber, glaube ich, heißt das. Und das passt eigentlich, glaube ich, ganz gut dazu. So, und ein bisschen grün ist da auch noch. Ich würde eher sagen, ja, vielleicht so ein Olivton, sowas in der Art. Also wir werden viel mit solchen grün fertigen Tönen arbeiten hier bei dem. So, und das, was ich jetzt mache, ist folgendes. Ich nehme mir einmal hier dieses Grün. Und ich nehme hier so eine Mischung, die hat eher so eine Konsistenz von Tee. Also recht viel Wasser, wenig Pigment. Und male jetzt hier ein so ein Blatt an. Und ich mache das erstmal nur mit einem Blatt, weil ich möchte hier die Nass-in-Nass-Technik nutzen. Und zwar möchte ich dann hier so die Farbe von den Außenkanten einfach reinlaufen lassen, die anderen. Das heißt also, es kriegt einen Grundton in Grün, so wie regulär das Blatt wäre. Und dann kommt hier so ein bisschen dieses, ja, dieser ganze Orange-Mix. Den mache ich auch noch ein bisschen dünner. Der hat aber eher so eine Kaffeekonsistenz. So, und dann tüpfe ich den hier so ein bisschen rein. Das Grün ist mir fast schon ein bisschen zu lasch. Vielleicht mache ich doch ein bisschen mehr Farbton rein.
und vermixe das quasi direkt auf dem Papier mit einem etwas trockeneren Pinsel. So, fang ruhig hell an. Dunkler werden kann man immer noch. Bei Aquarell arbeitet man von hell nach dunkel. Das heißt also, fang nicht zu dunkel am Anfang an, sonst ärgerst du dich nachher. So, und ich hatte ja gesagt, die Kastanie hat ja auch solche Blätter hier. Also kann man das super mit dem Pinsel machen. Das muss man gar nicht alles vorskizzieren. Das geht nachher auch sehr gut so, wenn man dann einfach den Pinsel so hält, dass der quasi die Spitze da vorne hat und das Ganze hier so schön verteilt, was dann so ein bisschen zackig aussieht. Und zum Ende hin wird ja das Blatt eher glatt. So, jetzt ist mir das aber irgendwie noch nicht so richtig gut. So, das heißt also, ich tupfe hier noch so ein bisschen von dem dunkleren rein und ein bisschen mehr vom Gelb. Das muss ich ein bisschen mehr vermischen, finde ich. Das darf ruhig ein bisschen doch kräftiger sein. So, jetzt verschiebe ich die Pigmente hier so ein bisschen ineinander und mixe das Ganze. Also ich finde, dass die Blätter von der Kastanie tatsächlich im Herbst auch nicht so toll aussehen. Also mir gefallen sie speziell jetzt nicht. Die sind mir so ein bisschen, ja, so zu schnell bräunlich-gelb einfach nur, ne? Mehr passiert da ja eigentlich nicht. So, jetzt machen wir hier noch. Und dann hier die Mitte, die kann man auch schon mal in dem Braunton, das ist jetzt Burnt Amber, also gebranntes Amber. Da kann man nämlich hier einmal schon mal so ein bisschen in der Mitte so durch das Feuchte einmal durchziehen, dass sich das so ein bisschen schon verteilt. Dann hat man so ein bisschen diese Innennarbe sozusagen. Huch, man schmeißt dann auch gern mal den Pinsel weg. Die vorigen Videos, die ich ja immer gemacht habe, die waren ja doch teilweise auch viel geschnitten und noch ein bisschen mit Vertonung. Aber ich habe ja gelernt, das ist nicht meins, da habe ich keinen Bock drauf und das demotiviert mich direkt. Ich habe schon keine Lust mehr. Das heißt also, du musst hier mit mir in Echtzeit durch, ob dir das nun gefällt oder nicht, wenn du mit mir malen willst. Was du natürlich machen kannst, du kannst es auf Speed laufen lassen zwischendurch, ist überhaupt gar kein Problem, wenn dir das Ganze ein bisschen zu lange dauert. Ich werde zwischendurch auch mit meinem Heißföhn, den ich sonst zum Junk Journal und zum Embossen nehme, damit werde ich natürlich auch die Sachen hier dann trocken machen. So, und dann mache ich jetzt hier einmal das nächste Blatt und verteile hier wieder so die Farbe. So, werde ich hier ein bisschen schmaler. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich ja nicht zu nah hier dran gehe. So, das heißt also, ich werde jetzt hier einfach mal parallel zwei Blätter machen. Das Papier, was ich benutze, das ist von Gerstecker. Das ist kein 100% Baumwollpapier und ist aber ein kaltgepresstes, mattes Papier, womit man auch sehr, sehr gut Aquarelle machen kann. Ich finde, auf Baumwollpapier verteilt sich das alles einfach viel schöner. Aber jetzt für diese Tutorials habe ich das jetzt mal schnell genommen, weil das halt ein Block ist, der auch mal irgendwann aufgebraucht werden möchte. Und so langsam muss ich ja auch mal ein ganzes Papier, was ich mir jemals angeschafft habe, auch mal ein bisschen aufbrauchen, ne? So, dann machen wir hier noch ein bisschen von dem Grün mit rein. Und dann gehen wir schon ins Braun wieder. Ich glaube, das Burnt Amber ist eigentlich das Beste hierfür. Das stelle ich gerade fest. Ich glaube, das gefällt mir am besten. Und wie du siehst, ich male hier tatsächlich mit meinem Größten, mit dem 8er. Wenn du dir dann noch so ein bisschen unsicher bist, dann nimm ruhig einen kleineren Pinsel, um die Details hier so ein bisschen besser hinzubekommen. Ich mache hier einfach nur so Striche, also das ist jetzt nichts Weltbewegendes, was ich hier zauber. Das kriegst du auch sehr, sehr gut hin. Dafür brauchst du kein Profi sein. So, dann jetzt hier einmal noch so ein bisschen verteilen. Solange das feucht ist, kannst du da auch reingehen. Und selbst wenn das nicht mehr so ist, ist auch nicht schlimm. Stress dich da nicht. Alle sagen immer, das darf man auf keinen Fall wieder reingehen. Größter Fehler beim Aquarell. Bababa. Und ich denke mir, hey, lass gehen, Kapelle. Ist doch kein Problem. Keiner sagt am Ende, was richtig und was falsch ist. Natürlich gibt es die speziellen Techniken, wenn man was Bestimmtes erreichen will. Aber wenn man einfach so drauf losmalt, dann können auch dadurch tolle Strukturen entstehen, wenn man dann mit einem Pinsel dann wieder reingeht. Es kommt ja auch mal drauf an, was erwartest du von deinem Bild, wenn es denn dann fertig ist. Und ich erwarte erstmal gar nichts, weil ich muss echt sagen, ich bin meistens dann immer schwer überrascht, wenn ich so gar nichts erwarte, wie gut es dann doch am Ende geworden ist. So. Und ich hatte jetzt ultra Lust, mit dir hier ein bisschen was für den Herbst zu malen. Erst hatte ich überlegt, ob ich ein Früchtchen male, aber das werde ich erst machen, wenn der Kurs so ein bisschen, ich sag mal, reifer wird. Dann malen wir auf jeden Fall hier ein paar Früchtchen. Und wer dann weiter noch in die Obstschale greifen will, der kann dann gerne mal sich den Online-Kurs ansehen.
So, hier gehen wir auch einmal so ein bisschen raus. Deuten hier schon mal die Spitzen so ein bisschen an. Und da gehe ich jetzt gleich nochmal dann mit dem Braun rein. Wahrscheinlich würde mir das sogar noch besser gelingen mit einem kleineren Pinsel. Obwohl den ich jetzt habe, der ist eigentlich ganz gut, weil der sich sehr gut, hier tupfe ich noch ein bisschen so in die feuchten Stellen, die ich hier gerade noch so sehe, tupfe ich noch so ein bisschen Braun mit rein, damit sich das ein bisschen verteilt. Finde ich eigentlich ganz schön, glaube ich. Gucken wir mal. Ich finde, das macht total Spaß. Also nass in nass arbeiten macht irgendwie total Spaß, vor allem dann der Farbe zuzugucken, wie die sich dann so hin und her bewegt und Neues kreiert. So in der Mitte so ein bisschen, da muss ich wahrscheinlich ein bisschen was von der Farbe abnehmen. Ich mache also meinen Pinsel sauber und trocken und gehe wieder da rein und nehme so ein bisschen was davon wieder ab, was ich da so reingepinselt habe. Mit einem trockenen Pinsel kann man auch wieder aufnehmen, die Farbe. Das ist cool. So, sieht schon nicht schlecht aus. Und jetzt nehmen wir reines Burnt Umber, machen daraus einen eher Milchmix, also schon ein bisschen kräftiger, ein bisschen mehr Pigment. Und dann machen wir hier von der Mitte einmal den Stiel schon mal. Das ist jetzt auch nichts Weltbewegendes, einfach nur so, nicht? So, das kann jetzt vor sich hin trocknen und das ist das Schöne, wenn man mehrere Doodles macht, dann kann man nämlich direkt weitermachen. So, und was ich jetzt mache, ist einmal mir ein schönes Gelb anmixen. Vielleicht eher so ein Indisch-Gelb. Mit so ein bisschen. Damit die Farbe ein bisschen wärmer wird. Das Reingelb ist dann doch ein bisschen nicht so warm. So, und da machen wir auch ein bisschen Wasser drauf. Ein bisschen ordentlich. Und jetzt machen wir einmal diesen hier. Den male ich einfach auch komplett aus und dann werden wir gleich Farbe da reintupfen. Weil das Blatt ist ja nicht komplett direkt schon gelb, sondern da ist auch ein bisschen Rotton mit dabei, der so mal ein bisschen ins Bräunliche geht. Da gucken wir mal, was wir da nehmen. Vielleicht bietet sich ja Englischrot dafür an. Ja, ist nicht schlecht. Mit ein bisschen Burnt Umber vermischt sieht das schon nicht schlecht aus. Dann nehmen wir noch ein bisschen von dem Gelb mit da rein und mixen uns hier so eine schöne Mixtur. So, und dann machen wir einmal hier noch die Kanten. Da fangen wir schon mal direkt an. So, da ist ja auch so ein bisschen diese Spitzen von den Blättern. Kann man dann hier so ein bisschen noch ein bisschen stärker rausarbeiten. Das ist natürlich ein bisschen viel zu viel Wasser und Pigment. Das ist aber auch nicht so schlimm. So, jetzt machen wir in der Mitte noch so ein bisschen, dass das hier verläuft. Und jetzt machen wir den Pinsel wieder sauber. Und heben das Ganze so ein bisschen ab, beziehungsweise verteilen das Ganze hier ein bisschen mit der Farbe, die da ist. So, was du jetzt auch machen kannst, ist zum Beispiel, es gibt ja bei manchen Blättern, da ist dann so richtig, ja, sowas wie nekrotisch. So kleine Stellen, die dann wirklich schon richtig kaputt sind. Also wie hier zum Beispiel, bei dem Blatt. Muss jetzt natürlich nicht so extrem sein, aber man kann das ja schon so ein bisschen hier vielleicht verteilen. Wem das noch ein bisschen zu doll ist, der kann das auch so ein bisschen wieder verblenden oder vielleicht einen Teil davon auch einfach so lassen. Ja, das sieht dann schon echt interessant aus, was man hier so ein bisschen spielen kann mit den Spielereien. So, vielleicht auch noch ein bisschen Rotbraun mehr. Da würde ich vielleicht dann noch ein Rot mit da reinbringen. Na, das war noch nicht so richtig. Nehmen wir mal ein bisschen Burnt Umber noch dabei. Komm her, du. Und ein bisschen diesen Pinkton. Ja. Gehen wir mal hier noch so ein bisschen rein. Machen das Ganze hier noch ein bisschen dunkler. Hier tupfe ich noch ein bisschen. Also mach das so, wie du lustig bist. Du musst mir hier nicht eins zu eins alles nachmachen. Das muss auf keinen Fall sein. So, jetzt mit dem trockenen Pinsel so ein bisschen das Pigment hier noch so ein bisschen reinholen, rumholen. So, und das ist doch ein schöner Farbmix. Wie der nachher dann aussieht, werden wir dann sehen, wenn es fertig ist. Ob der am Ende wirklich so schön ist, wie ich mir das jetzt hier vorstelle. Ne?
Wie gesagt, am Anfang sieht das auch manchmal total Käse aus. Und erst wenn man so zum Ende kommt, dann denkt man sich, wow, das sieht gut aus. So, der Ginkgo, so ein bisschen gelblich-grünlich. Na, eher noch ein bisschen mehr gelb. Na. So. Der wird dann auch schon ein bisschen älter. So, und dann machen wir jetzt hier die erste Schicht. Auch eher so T-mäßig. Und die Außenkante machen wir gleich ein bisschen feiner, beziehungsweise ein bisschen dunkler definiert. So, hier malen wir die Skizze erstmal aus. Also ich merke schon beim Malen, quatsche ich ganz anderes Zeug, beziehungsweise bin ich so voll bei der Sache, wa? Ja, Agnes hat zwei Seiten, ne? Aber glaub mal nicht, dass mir hier nicht auch irgendwelche Unfälle passieren, die so gar nicht geplant waren. Also auch das passiert mir hier beim Aquarellmalen sehr, sehr gern mal. Vor allem, dass mal so ein Pinsel fliegt. So, hier mache ich schon mal so ein bisschen mit so ein bisschen mehr Farbe. Mache ich in das Nasse, deute ich schon mal so ein paar von diesen Streifen an. So ein Ginkgo hat ja Streifen. Damit habe ich so ein bisschen so schon die erste Sache hier hingemalt. Okay. Was du natürlich noch machen kannst, ist vielleicht so punktuell, eventuell noch ein bisschen grün mit an der Kante. Da musst du nur gucken. Ah, der hat ja mehr so, ich weiß nicht, so mehr so ein Leuchtegrün. So ein helleres. Das könnte man hier auch noch mit reinbringen. Und dann vielleicht so nach innen so ein bisschen verziehen, da wo die Streifen sind. Würde ich jetzt aber auch nur noch an die Stellen machen, wo tatsächlich das noch verlaufen kann. Hier war es schon ein bisschen zu trocken, deswegen packe ich hier noch ein bisschen mehr Wasser wieder rein. Ja, aber ich denke, das ist erstmal so okay. So, dann bleibt uns noch das Eichenblatt und das wird ja auch eher so orangig-braunig. Kann man sagen. Da machen wir uns hier noch so einen schönen braunen Mix. Das ist auch häufig, finde ich, die Eiche, die ist ja häufig Gleichfarben. Die hat nicht ganz so viel verschiedene Farben drin. Die wird irgendwie gefühlt direkt braun, oder? Also grün, braun, fertig. Ich wüsste jetzt gar nicht, dass sie mal eine andere Farbe außer braun hat. Oder wir haben komische Eichen. So. Das ist auch ein sehr einfaches Blatt eigentlich. Das ist einfach direkt auch zu erkennen, dass an diesen Ausbuchtungen. So. Und jetzt gehe ich da ein bisschen tiefer mit dem Braun rein. Und deute auch schon mal hier so die Ader an mit dem Stiel direkt. Aber halt so, dass es sich noch ein bisschen verteilen kann. Das soll auch nur so ganz grob die Mitte darstellen. Ja, da bin ich so ein bisschen rausgefallen hier. Ich bin jetzt zu sehr da wieder reingegangen, deswegen mache ich jetzt hier großflächig weiter, damit ich hier so keine harten Kanten habe. Verteile ich das Ganze jetzt doch noch mal ein bisschen hier. Und nehme noch ein bisschen Farbe raus. Also Pinsel sauber und trocken machen und hier an den Seiten so ein bisschen entlang fahren und das Ganze so ein bisschen aufweichen. Also verblenden meine ich damit. Ein kleines bisschen. So, sieht doch ganz nett aus. Okay. So, jetzt lassen wir die ganzen Blätter einen Moment trocknen. Ich nehme mir den Viererpinsel und male so ein paar kleine Beeren. Dafür nehmen wir uns hier einmal ein bisschen Rot. Gerade nur gucken, was so ein schönes Beerenrot vielleicht ist. Das eher nicht. Das vielleicht noch da rein. Nur... Also ich habe hier Pyrrhelenrot tief, das ist eigentlich ein sehr schönes Rot. Und dann vielleicht auch noch dieses hier, das ist ein Cadmiumrot. Und zwar die Mittelversion. Es gibt ja so viele Töne, wenn ich schon alleine überlege bei den professionellen Farben. Ich weiß gar nicht wie viele, aber ewig viele. So, jetzt muss ich gerade überlegen, machen wir doch einfach mal hier rote Beeren. Und die male ich direkt schon kräftig. Mit so einem kleinen Highlighter dran.
Und zwar nur die Beeren, die sich nicht berühren. Alles, was sich berührt, bleibt erstmal unangetastet sozusagen. So, hier mache ich das Highlight doch noch ein bisschen heller. Das ist ein bisschen zu dunkel geraten. Ich nehme also mit dem Pinsel wieder ein bisschen Farbe auf. Und man könnte jetzt hier noch mit einem dunkleren Ton rein, um da so ein bisschen so einen Farbverlauf reinzubekommen. Man kann das auch hier so ein bisschen gestrichelt machen. Muss mal gucken. So ganz locker weg. So, hier auch noch so ein bisschen. Und ein bisschen verblenden. So, und wenn das dann alles fein gemacht ist, lassen wir das jetzt auch mal trocknen. In der Zeit machen wir dann die blauen Beeren. Da liebe ich ja meine Farbe Indigo, das ist eine meiner Lieblingsfarben. Und da machen wir Indigo-Beeren. Schöne blaue Indigos. Ich weiß auch gar nicht, ob das für den Herbst Sinn macht. Aber so ein paar Farbkleckse sollen doch nicht schaden, ne? Dass so ein bisschen anders aussieht. So, vielleicht machen wir die kleinen Blätter auch direkt ein bisschen grün. Sonst ist es vielleicht doch ein bisschen zu langweilig. Ich weiß nicht. So ein bisschen grün-braun vielleicht. So, und dann male ich hier ganz normal einmal die Blätter so an. Und lasse in der Mitte so ein kleines Highlight. Gehe auch mehrfach hier mit dem Pinsel lang. Und das versuche ich jetzt nicht unbedingt mit einem Streifen zu machen. Na, hier kann man noch ein bisschen Gelb mit reinbringen. Warum nicht? Und das Ganze hier ein bisschen. Da lasse ich das einfach mal. So, hier verblenden wir das Ganze ein bisschen. Oh, hier war schon ein bisschen zu wenig Wasser. Da müssen wir ein bisschen mehr reinmachen. So, machen wir es ein bisschen interessanter und bringen hier noch ein bisschen anderes Grün mit rein, mit ein bisschen Rot. Das Ganze ein bisschen dunkler. Joa, das sieht doch ganz nett aus. So, dann nehmen wir mal ein bisschen Pyrrolenrot. Das ist auch eine ganz tolle Farbe, die ich echt mag. Und ich finde, die ist auch super herbstlich. Und dann machen wir hier so kleine Blättchen und verbinden die auch direkt hier. Machen wir einfach so ein kleines Sträuchlein daraus. So, ich gehe jetzt nur die lang, die sich nicht berühren, damit das nachher nicht so ineinander überläuft und dann einen Flatschen gibt. Also male ich erstmal nur das, was hier angemalt werden kann, ohne dass es was anderes berührt. Papier trocknet das Ganze eigentlich relativ schnell. Muss man also gar nicht so lange warten. Einer der Gründe, warum ich mich hierfür entschieden habe, weil das relativ fix geht. So, hier fehlt mir jetzt irgendwie so ein bisschen was, deswegen male ich hier einfach noch so eins zwischen. Und ja, ich finde, das sieht doch eigentlich ganz nett aus. Das ist ganz niedlich. So. Jetzt nehme ich mir einen größeren Pinsel und jetzt gucke ich mal, ob ich noch ein bisschen was da reinbringe in die Kastanie. Ich würde sagen, vielleicht ist die Kastanie auch noch nicht ganz so fertig.
nehme mal so ein bisschen Orangegrün darüber und lasiere das hier nochmal. Aber nicht komplett, nur so ein bisschen. Damit hier so eine zweite Schicht einfach drauf kommt, dann sieht das ein bisschen interessanter aus. Ja, gerade da, wo ich ein bisschen weniger Farbe hatte, packe ich jetzt mal ein bisschen mehr drauf. Und dann lasse ich das Ganze auch wieder trocknen. Falls du dich fragst, ob ich hier mit irgendeinem Sinn verfolge, nein, ich mache das einfach so nach Gefühl, wie ich lustig bin. Also, brauchst du dich nie wundern, wenn das nicht immer so einen Sinn ergibt, was ich hier mache. So, hier mal ein bisschen dunkler. Vielleicht auch hier ein bisschen. Da könnte ich eigentlich ein bisschen vielleicht mehr Rot reinbringen in dieses Blatt. Ein bisschen mehr Braun. Du siehst hier, das ist schon bald eine Pampe. So. Einmal Pinsel sauber ein bisschen trocken machen. Und jetzt werde ich das hier alles noch so ein bisschen wieder verteilen. Von den Farben her bekommt das jetzt im Prinzip noch so eine zweite Schicht. Habe ich schön meine Blätter weggehustet hier. Mensch, meine hübsche Deko. So, dann machen wir jetzt einmal noch das Blatt. Und zwar das. Das Eichenblatt. So, ich mache jetzt hier einmal nochmal die Kante. Ziehe ich schön dunkel nach. Einmal in Wasser ein bisschen abstreifen und dann hier einmal reinziehen in das Blatt so ein bisschen. So, wenn das nicht reicht von der Tiefe her und das ist mir hier immer noch ein bisschen zu hell, gehe ich hier einfach an der Kante nochmal mit purer Farbe ein bisschen mehr rein. Dass ich das dann jetzt in das, was ich hier schon gemalt habe, was jetzt immer noch angefeuchtet ist, dass sich das hier ein bisschen verteilt. So, beim Malen werde ich echt schweigsam. Äußerste Konzentration. So, ich denke, ich werde jetzt hier noch einmal so ein bisschen was Dunkleres machen. Vielleicht mehr so. Dass der Stiel hier so ein bisschen dunkler ist, hier so ein bisschen reinläuft. Ganz dünn durchziehen. Und dann verteilt sich das so ein bisschen. Und so soll es auch sein. Das lasse ich jetzt auch einfach vor sich hin trocknen. Und wir kommen schon zu dem Ginkgo. Und bei dem Ginkgo würde ich jetzt tatsächlich noch mal ein bisschen gelbgrünlich mixen. Ja, wo ich noch ein bisschen mehr ins Gelbe. Und jetzt habe ich den kleinen Zweier. Und jetzt mache ich schon quasi die Details. Also ich mache hier schon einmal so die Kante ein bisschen. Hier so die Mitte. Ich male quasi eine Outline. Und dann fange ich an, hier von der Kante einfach diese ganzen Streifen. Der hat ja ewig viele Streifen bzw. Adern, die alle hier so runtergehen. Packe ich jetzt hier alle mal zusammen.
du ruhig die Mischung nochmal anmixen, wenn es nicht reicht. So. So, und ich mache das so, dass ich jetzt erstmal hier die Streifen, ich glaube, das klappt ganz gut, wenn man die so ein bisschen auseinandersetzt und dann immer wieder einen dazwischen setzt. So, ein bisschen mehr Wasser hier in diese ganze Mixtur, damit ich ein bisschen mehr Spiel habe. So, hier noch was dazwischen. Und noch mehr dazwischen und noch mehr dazwischen. So, das ist im Prinzip dann schon mal nicht schlecht. Das kann man dann nachher noch ein bisschen intensivieren. So, gut. Dann kommen wir zur nächsten kleinen Beere. Und zwar mache ich die jetzt hier mit einem Zweierpinsel und setze die einfach hier hinter. Muss ich noch ein bisschen mehr anmixen hier. Das ist doch ein bisschen sehr dünn. So, und entweder lasse ich hier so einen Rand, dass sie sich nicht berühren, oder ich lasse sie einfach hier sich berühren. So, das sind jetzt 6 Beeren. Das ist natürlich nicht so cool. Cooler ist es, wenn es 7 sind. Also ich liebe ungerade Zahlen und ich finde, das sieht einfach schöner aus. Macht man ja auch bei Bouquets so. Ja. Ich glaube, selbst in der Floristik verkauft man keine 2 Blumen, sondern immer 3. Okay, ich nehme mir jetzt einmal den Vierer und mit dem Vierer werde ich jetzt einmal die ganzen Blätter machen, und zwar von dem Blauen. Ich werde hier so ein bisschen so ein Grünblau mit zusammen mixen aus dem Indigo und dem Grün, was ich hier so auf der Palette habe. Vielleicht noch ein bisschen Hokasgrün dabei oder eventuell Pyrrhelengrün, geht auch. Ein bisschen Indigo. Dann habe ich hier so ein interessantes Blau. So, damit mache ich jetzt einfach hier die Blätter. Das muss jetzt hier auch nichts Wildes sein. So, was mit den Blättern ganz gut ist, hier zum Beispiel fehlen mir noch zwei Beeren, aber darüber kann schon mal ein Blatt rausgucken. So, und jetzt mache ich die Beeren. Da mache ich dann jetzt hier auch so ein bisschen was von dem Indigo noch von dem Mix. Achso, die Beeren kann ich jetzt gar nicht machen, weil ich da jetzt gerade Blätter hingesetzt habe, aber die hier hinter, die könnte ich ja schon mal machen. So, und da die ja dahinter liegt, ist die auch ein bisschen dunkler. Das lasse ich jetzt kurz antrocknen, bevor ich da den Rest mache. Und in der Zeit kann ich dann hier vorne schon einmal wieder die Blätter machen. Das mache ich jetzt einfach mit ein bisschen Olivgrün. Und die muss ich ein bisschen aufpassen, weil das ist ein bisschen nass. Also ich finde es immer super praktisch, wenn man mehrere Dinge malt. Aber man muss natürlich auch aufpassen, wie man die anordnet, dass man sich dann nicht selbst im Weg rumsteht. Dass sich selbst den Weg rummalt. So. Das wäre jetzt hier einmal so. Dann mache ich hier so eine kleine Kringel für hier. Und dann kommt hier einmal das Ganze zusammen und wieder auseinander. So, das sieht doch eigentlich ganz sweet aus. Hier könnte man jetzt vielleicht sogar noch mal so 2 Blättchen noch hinsetzen oder 3. Und vielleicht darüber auch noch ein bisschen. So, als Abschluss hier noch eine kleine.
Und vielleicht hier noch. Ja, manchmal muss man die Balance erstmal herausfinden. So, jetzt malen wir über die Adern rein und die geben dem Ganzen dann die passende Struktur und auch die Tiefe. Und dafür nimmst du dir entweder einen kleinen Pinsel, eine 2, oder ich nehme jetzt hier in meinem Fall die 4. Und ich gehe jetzt wieder zurück in den Ahorn, weil der schon gut getrocknet ist. Und jetzt gehe ich ganz vorsichtig und ziehe hier einmal die Mittellinie. Die ziehe ich jetzt in jedem Blatt. Und zwar bis zum Ende. Und dann malen wir die Adern. So, und die sind ja doch recht parallel. Und die sind auch recht eng beieinander. Wenn du einen leichten Bogen reinmachst, sieht das Blatt ein bisschen 3D-mäßig aus, als würde es sich so nach wegwölben. So ein wenig. Du kannst auch erst eine Seite machen und dann die andere dran setzen. Das geht auch, wenn dir das so bequemer ist. Das kommt immer ganz drauf an, in welche Richtung man am besten malt. Und natürlich kannst du dir auch dein Blatt jederzeit passend wenden. Ich mache das jetzt hier nicht, weil ich dann nicht weiß, ob alles in der Kamera ist. Vernünftig. Und das wollte ich ja schon. Sonst macht das ja hier wenig Sinn mit den Videos. So, eigentlich reicht es, kann man schon sagen, wenn du bei jedem Bild, also bei jeder Illustration quasi so eine Standardschicht setzt, also so eine Basis und auf die Basis dann noch so ein paar Strukturen und dann eben die Details. Also es geht bei solchen Doodeln ganz gut. Da kommst du dann auch mit den Schichten auch hin. Also mit 3 Schichten langt es eigentlich fast, um ganz klar zu machen, was das jetzt hier für ein Blatt zum Beispiel ist. Ja. Man sieht es ja. Und es muss nicht echt aussehen, also nicht realistisch. Mir reicht für den Malspaß definitiv so, wie es jetzt ist. Und ich finde, das macht dann schon einiges her. Wir werden das Bild auch gleich noch verfeinern mit meiner Lieblingstechnik. Vielleicht ahnst du es schon. So, ich werde jetzt hier einmal einen Streifen reinbauen und den durchlaufen lassen hier bis nach draußen sozusagen aus dem Blatt heraus. Und jetzt machen wir quasi hier einmal die Outline und ziehen das hier bis zur Mittellinie, so wie die Spitzen sind, so ein bisschen. Wir nehmen die also hier mit und ziehen das hier mit so rein. Eine schöne Umrandung hat. So. Wie du siehst, geht das ja bis zum Rand da richtig so rum. So. Und die sind auch recht parallel. Das heißt also, ich versuche hier immer 2 zusammenzubringen. So. Dann gehen wir die Eichen ins Eichenblatt. Das ist von der Mitte her relativ dunkel und dünn. Ich glaube, dann nehme ich auch tatsächlich einen feineren Pinsel. Dann nehme ich mir die 2. Muss ich halt eben öfter in die Farbe rein. Aber so dramatisch ist es jetzt auch nicht. So. Und auch die sind parallel. Und so gehen wir hier einmal hin. Die sind aber ein bisschen weiter auseinander. So. Und jetzt möchte ich gerne noch bei dem Ginkgo weitermachen und das Ganze ein bisschen tiefer machen. Das heißt also, ich werde jetzt hier wieder dieses Grün-Gelb-Gemixe mir nehmen. Aber ich werde einen Tucken Blau mit reinmachen, wie so ein Schatten.
Hier blau ist mal ganz gut für den Schatten, also sehr, sehr hell natürlich. Jetzt gucke ich mal, ob ich das hier so gut hinkriege. Das ist noch nicht genug. Ich denke mal, ich nehme ein bisschen Paint Spray dabei und versuche mir hier so einen Schattenmix zu machen. Das könnte fast ein bisschen zu dunkel werden. Gucken wir mal. Also gerade hier so die Outline und vielleicht so ein, zwei ein bisschen doller angedeutet. Das sind ja nicht alle. Aber wäre schon nicht schlecht. So, jetzt habe ich hier in der Mitte so ein bisschen was gemacht. Jetzt mache ich hier noch die Außenkante. Das ist aber eher nicht so die Farbe des Blattes, sondern eher so ein bisschen, dass das ein bisschen schattiger wird. So, was uns jetzt hier noch fehlt, das sind die Beeren. Noch die zwei kleinen Beeren. Und zwar mache ich die auch hier mit einem Zweierpinsel und relativ. Naja, ich würde sagen, das ist so zwischen Kaffee und Milch, eher Milch. Milchig mache ich hier die Beeren noch dahinter. So, und dann gehe ich hier mit dem Blau einmal in das Braun und dann wird das schön dunkel und dann kann ich nämlich hier die ganzen Sachen einmal verbinden und dem Ganzen einen Sinn verleihen. Das war nämlich gerade ziemlich sinnlos, so ohne diese Stiele, aber jetzt gehört es ja irgendwie zusammen. So, ruhig ein bisschen da dran. Das passt so. Und das, was ich an den Stielen hatte, das führe ich jetzt hier einfach fort und ich mache hier einseitig so ein bisschen Struktur rein. Nur auf einer Seite. Das muss auch nicht immer beide Seiten haben. Das sieht auch so recht interessant aus. Ist dann auch egal auf welcher Seite, so wie es für dich schön ist. Wenn du lieber beide Seiten machen möchtest, kannst du das natürlich auch. So, ich würde das jetzt einfach so lassen. Und die kleinen Blätter, die ich jetzt hier noch übrig habe, da packe ich jetzt noch ein bisschen Grün dran. Ich habe mir ganz schön viel vorgenommen. Bin gespannt, wie lange ich hier schon sitze. Muss dann doch einmal gucken. Hui! Ja, so ein Stündchen. Damit habe ich auch so ungefähr gerechnet. Aber eine Stunde Aquarell malen. Meine Güte, so viel ist das doch auch wieder nicht, ne? So, und jetzt mache ich hier auch noch so ein bisschen Struktur. Weil die sonst so ein bisschen langweilig aussehen. So, hier kommen jetzt auch noch ein paar Streifen mit rein in das Blatt und auch in dieses hier. So, nur für so ein kleines bisschen Detailarbeit. So, wenn man mag, kann man jetzt jedem noch einen Schatten verpassen, jedem Blatt. Und ich finde, das können wir eigentlich auch machen. Ich gehe dafür in Paints Gray und zwar Paints Gray von Schminke. Das ist tatsächlich richtig grau. Ich werde jetzt das Paints Gray von Winsor & Newton ist bläulich. Ich mache mir dafür einfach die Palette hier so ein bisschen sauber, dass ich ein bisschen mehr Platz habe. Für diese ganz dünne Mischung kann man eigentlich auch diese Furchen hier benutzen. Die auch dafür da eigentlich. Nur so ein bisschen die Farbe reinzupacken. Und genau. Jetzt nehme ich mir ein bisschen was davon. Also das ist so ganz, ich sage das Grau mit sehr, sehr viel Wasser. Das ist auch wieder so eine Mischung. Die ist eher teemäßig. Aber es reicht eigentlich aus. So, dann gehen wir einmal hier den Schatten entlang. Wenn jetzt das Licht von hier kommt. Also alles, was dann auf der gegenüberliegenden Seite ist. Da
vielleicht nicht unbedingt, aber hier könnte man dann schon mal damit anfangen und dem Ganzen hier so einen Schatten geben. Kann man auch gerne hier noch so ein bisschen alles, was auf der Seite ist. So. Boah, das war schon ein bisschen zu viel Wasser hier. Viel zu viel. Muss ich ein bisschen was von abnehmen mit einem trockenen Pinsel. Ja, bei diesen ganz kleinen Sachen ist das natürlich ein bisschen schwierig. Mal ein bisschen aufpassen, dass man da nicht zu viel Wasser nimmt. So. Hier wird es fast schon ein bisschen zu wenig Pigment. Muss man so ein bisschen gucken, dass man so eine gute, so einen guten Grauton kriegt, der nicht zu dunkel ist, aber auch nicht zu hell, sonst macht das alles gar keinen Sinn. So rein effektmäßig. Hier noch so ein bisschen mehr rein. So, und dann hier bei den Pflanzen muss man halt ein bisschen schauen, wo man dann hier so die ganzen Schatten hinmacht. Ja, aber es reicht immer noch aus, diese kleine Mischung hier. So. Das mache ich hier sehr, sehr grob. Besonders unter die paar Blättchen, die hier sind und gerade so hinter den Früchten. Da fällt das dann doch ein bisschen heftiger auf. So, dann kommen wir hier. Stopp, das war das falsche Paint Spray. Ich wollte ja eigentlich das Schwarze haben. Siehst ja, das ist also sehr, sehr grau. So, und dann machen wir das hier auch noch so. Zwar hinter jedes Teilchen, wenn du so geduldig bist. Du kannst das auch gerne mit einem Brushpen machen, allerdings musst du dabei bedenken, bei einem Brushpen. Oh, hier fehlt uns ein Teilchen. Jetzt erst gesehen. Die gehen dann mit der Zeit kaputt auf diesem rauen Papier. Also wenn du das öfter machst auf Aquarellpapier. Wenn die zu teuer sind, die Brushpens, würde ich es lassen. Also würde ich das tatsächlich mit dem Pinsel machen. Geht ja auch. Ne? Aber es ist halt ein bisschen einfacher mit so einem Brushpen. Muss man sich nicht ganz so abmühen. So, das ist schon mal eigentlich nicht schlecht. Okay, ich mache den Pinsel jetzt sauber. Und jetzt hole ich mir meine Geheimwaffe, nämlich den Fineliner. Und normalerweise auch noch einen Acrylstift bzw. einen Gelly Roll oder so ein. Das Problem bei den Weißen ist, die wollen ganz häufig nicht malen. Mal gucken, ob mir das jetzt hier, oh, ob es mich auch wieder im Stich lässt, das Ganze. Also, ich weiß bis heute nicht, wo das, wo die Zauberei liegt, dass die Dinger malen. Die sind alle voll. Ich habe ganz viele davon. Stehen im Prinzip kopfüber, damit hier was rauskommt und es funktioniert nie. Ich bin auch ein bisschen angesagt, weil die waren nicht günstig. Und du siehst, ich habe ein paar davon, also so ist es nicht und keiner von denen funktioniert richtig. Und die sind teilweise noch neu, ne? Also ich habe keine Ahnung. Ich würde jetzt einfach behaupten, es ist Schrott. Ja. Also ich weiß nicht, wo das Geheimnis liegt. Ich weiß wohl, dass viele die dann so an der Haut abstreifen. Du siehst ja, hier passiert ein bisschen was. Und wenn ich das hier auf meinem Dings mache, da passiert mit dem hier gar nichts mehr. Der hier, angeblich auf Haut, soll da was passieren. Da passiert auch nichts mehr. Hier kommt noch ein bisschen raus. So, und ich male jetzt hier einfach diese Highlights noch ein bisschen.
Genau. So, und dann kann man hier auch noch ein bisschen, das Ganze noch ein bisschen abgehen, wenn es denn dann vernünftig malt. So ein bisschen ein paar Highlights draufbringen auf das Blatt. Ja, hier scheint sich jetzt so langsam was zu tun. Wahrscheinlich, weil mir gerade durch den Kopf gegangen ist, dass er als nächstes in der Mülltonne landet. Vielleicht hat der Stift jetzt ein bisschen Schiss gekriegt. So, und diese hier ganz besonders möchte ich noch ein bisschen segnen, hier mit so ein bisschen Highlight setzen, weil die sind sonst ein bisschen zu langweilig, wie ich finde. Und hier fehlt uns immer noch dieser eine rote Strich. Den will ich jetzt doch noch dahin setzen. So, komm schon, so ein bisschen hier. So, ja, hat doch gut geklappt. So kann es gehen. So, genau. Das war das, das ist das. Und möchte ich hier auch noch so einmal drüber gehen. Nur so ganz leicht. So, ein bisschen einseitig von der Seite, wo so ein bisschen mehr Licht kommt, wenn der Lichteinfall ist. Also hier auf den oberen Stückchen. Den linken Blatt. Vielleicht tatsächlich auf beiden. Das ist ein bisschen Gefühlssache. So, mehr Highlights machen wir nicht. Aber dafür mit dem Fineliner nochmal drüber. Und zwar werde ich jetzt hier tatsächlich nochmal richtig die Linien ziehen. Und die müssen nicht akkurat sein. Die können ruhig ein bisschen daneben liegen. Das macht überhaupt gar nichts. Reicht, wenn die so ungefähr auf der Höhe sind. Man darf ruhig also ein bisschen Weißraum dazwischen noch sehen von dem Ganzen. Und ich mache das hier mit dem Vierer. Das ist Tinte, die nicht wasserlöslich ist. Das bedeutet, die kann man eigentlich auch vorher benutzen und man kann dann auch im Nachhinein anmalen. So. Ja, wie du siehst, hat das hier schon so eine sketchigen Look. Und ich finde, das ist der Burner. Ich liebe es. Ich mache das voll gerne. Und das gibt auch vor allem jedem ausdruckslosen Bild, also richtig Ausdruck, wenn das so ein bisschen damit aufpimpt, könnte man sagen. Also Fineliner und sowas hier, das ist der Burner. So, jetzt gehe ich hier einmal den Ginkgo nochmal entlang. Mache hier auch, die müssen auch nicht durchgehend sein, die Linien. Ne? Also es reicht, wenn du das so ein bisschen sketchig auch zusammenführst. Und hier tatsächlich auch nur so halbe Linien andeutest, dass das hier halt eben nochmal die Linien sind. Und dann kannst du dir auch noch eine Nummer kleiner nehmen und dann auch nochmal reingehen. Und das Ganze noch ein bisschen ausarbeiten. So, was auf jeden Fall super kommen wird, ist diese Blätter hier, weil die sonst mega stinklangweilig sind. Also da finde ich schon alleine, dass hier einfach drum malen. Ganz locker flockig, ne? Kein Stress. So, dann diese Geschichten hier mit den Kügelchen. Das kriegt dann auch noch ein bisschen mehr Wumms. Doppelwumms. So, und dann kann man das Ganze so ein bisschen schöner definieren. Und also die Sketch-Variante ist definitiv meine. Ich habe schon öfter mich versucht, auch in den ganz normalen Aquarell-Geschichten. Und ich kann dir zumindest sagen, dass in dem Obstkurs sind zwar ab und zu mal Fineliner dabei, aber nicht durchgängig. Das heißt also, ich habe auch sehr viel gemalt, wo gar kein Fineliner drin vorkommt. Und bin damit auch tatsächlich auch mal zufrieden. Aber an so einem Fineliner ist auf jeden Fall nichts auszusetzen. So, hier die Dinger machen wir auch noch so ein bisschen wenigstens. Ein bisschen die Kringel drum. Da muss man auch nicht jede Linie nachziehen, aber zumindest diese kleinen Blättchenbeeren, dieses Abstrakte hier. Darf dann so sein. So, jetzt machen wir hier noch einmal ein bisschen um dieses Blatt herum, ganz locker flockig aus dem Handgelenk. Und
Noch ein paar. Und dann kommen wir zu diesem letzten. Und mit dem letzten sind wir dann auch gleich am Ende. So, es macht mir auf jeden Fall schon mal mega Spaß und ich habe auch schon eine Idee fürs nächste Mal. So, also eine Stunde Aquarell und das ist das Ergebnis. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und du schaltest das nächste Mal wieder dabei. Hä? Du schaltest das nächste Mal wieder ein, wenn wir wieder malen. Und zwar entweder nächsten Sonntag oder übernächsten, an irgendeinem Sonntag auf jeden Fall. Wenn ich Zeit finde, wenn ich Bock habe. Und ja, ich hoffe, das hat dir Spaß gemacht. Und ich würde sagen, wir sehen uns zumindest beim nächsten Junk Journal Video, weil die kommen ja regelmäßig. Bis dann, alles Liebe und schön, dass du dabei warst. Ciao!